Ja, hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich hatte ein Riesenproblem. Mein Internet war weg. Ich habe mich jetzt übers Handy eingeloggt und ich nehme jetzt einfach mal den Rest der Liste auf, weil jetzt einen neuen Stream zu starten mit einer neuen Verzögerung wäre jetzt nicht so super gewesen. So sollt ihr jetzt das Ende der 18er Rangliste sehen. Den Anfang könnt ihr quasi 20, noch im Stream ja. sehen. 22, ja. Und das Ende seht ihr dann hier quasi als Video. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. Passe. Oh, ist das alles gruselig. Ah, das ist ja wirklich nicht das Gelbe vom Ei hier. Aber Karo, Freie und 5 Trümpfe gegen sollten eigentlich reichen, ne? Um das Spiel zu gewinnen. Fünf Trümpfe gegen. Krass, hat der eine Maschine verloren. Hat der eine Maschine verloren? Das gibt's ja gar nicht. Sechs Trümpfe Passe. mit Ass, 10 König, Lusche dabei. Mit Zweien. 18. Wahnsinn. Kreuz. Dass beide Pik halten, ist fast unmöglich. Einer hält Pik, einer hält Herz, ja. So war es richtig. Passe, passe. Ich bin jetzt übrigens über mein 18. Handy im Internet. Na, jetzt musste ich auch erstmal, weil der Handy-Akku schon leer war, nochmal schnell das Handy aufladen. Grand. Jetzt spielt wieder der Spieler, der sowieso schon das Glück in dieser Liste gepachtet hat. Naja, immerhin sind wir aus dem Schneider gekommen. Wie muss der Spieler 2 sich fühlen, ey? 6 Trümpfe mit Zweien. Mit Ass, 10, König, Dame, glaube ich, sogar in der Beikarte. Ja, Ass, 10, König, Dame in der Beikarte. Und Ausspieler mit Zweien. 6 Trümpfe. Wahnsinn. Passe. 18. Passe. Ich glaube, er hat aber einen Fehler gemacht, ne? Er muss die Karo 10 mir anbieten. Weil dadurch konnte, also als ich Karo 10 gestochen habe, konnte er Kreuz 10 laden und das war unser Gewinner. Zu dem Zeitpunkt, wo er noch Karos hat, die Luschen mitbedienen muss, der hat ja Karo 7, 8, 9 gehabt. Da muss er mir schon seine ganzen Karos anbieten.
Der kriegt Buben. Buben, 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 Buben in jedem Spiel. Eine Bubenschwemme. Ich habe ja schon gesagt, er hat in in drei aufeinanderfolgenden Spielen mit Vieren, mit Dreien, mit Vieren gehabt. Das war hier oben. Ach so, den können wir jetzt nicht sehen, aber also im Stream könnt ihr euch es angucken. 18? Ja. 20? Ja. 22? Passe. Passe. Herz. Schon wieder. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was der für Karten kriegt. Das ist unglaublich. Guckt euch das an. Beispiel. Der hatte schon Beispiel 9 über 600. Jetzt hat er über 1000 bei Beispiel 14. 18? Passe. 20? Ja, passe. Unglaublich. Und Spieler 2 steht 0 zu 2. Und ich stehe, glaube ich, 2 zu 1. Und das Spiel, was ich verloren habe, habe ich mit 60 verloren. Na gut, eins habe ich mit 59, 61 gewonnen. Ne? Achtzehn? Ja, 20? Passe. Passe. Ich habe eigentlich null gereizt, ne? Tja, was machen wir jetzt? Schwierig. Ich habe irgendwie Sorge, dass ich die Trumpf 10 gar nicht verstechen kann. Kreuz. Das geht ja nur, wenn Karo rauskommt. Das kann doch nicht sein. Tja, natürlich verliere ich das Ding. Ich hätte Herz 10 noch mitdrücken müssen, dann hätte ich gewonnen mit der blanken Pik 10. Kann nicht wahr sein. Passe. Oh, ist das geil. 18. Ist das eine Liste? Absolute Horrorliste. Ah, Spieler 3, 14 Pluspunkte. Das kann echt nicht wahr sein. Das ist echt die absolute Horrorliste. Internet bricht auch noch ab. Herz. Es ist göttlich, göttlich.
Warum hat er den denn jetzt gestochen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das war so dumm. Mit einem sicheren Trumpfstich starr einzustechen. Oh, aber 9-0 mit 1090. Oh Passe. Gott. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Grand. Ja, eine heftigere Liste habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. 2 zu 2, 2 zu 2, 10 zu 0. Das ist Wahnsinn. Ja, das war's dann von mir. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis bald. Euer Quantus.